Hi, mein Name ist Jochen Stanzl und ihr bekommt jetzt mit diesem Video einen Auszug aus einer börsentäglichen Live-Sendung, die ich bei uns auf dem YouTube-Kanal mache, immer zwischen 9 und 10 Uhr. Schaut doch da mal rein, ansonsten jetzt viel Spaß mit diesem Video. Philipp, schönen guten Morgen an dich, du Fricks. Da kannst du dir bitte mal WTI anschauen. Das kann ich gerne tun. Hier im Monatskerzenchart, eine Kerze steht hier für den Preisverlauf in einem Monat. Dort haben wir ein Tief ausgebildet in den Jahren 2015 bis 2017 so ungefähr. Tief dieses 1, 2, 3 Tiefs liegt bei 25,73 Dollar. Wozu dieser Boden bisher führte, ist, dass wir 77,10 Dollar erreicht haben. Das ist genau die 100% Extension aus dem Impuls, aus dem ursprünglichen Impuls, den um 100% nach oben verlängert. Da kommen wir dann raus bei 77,10 und das wurde erreicht im Oktober 2018. Und was wir jetzt sehen, ist eben ein Test von dem Punkt 1, solange wir da drüber bleiben, wohlgemerkt, das ist der Monatskerzenchart, also am Ende eines Monats da drüber bleibe, über 51, 41, ist der Boden intakt. Das ist das ganz ultralangfristige Bild. Im Tageschart verhält es sich so, dass wir mit dem Anstieg hier im April einen Top ausgebildet haben. Das kann ich hier nun auch mit dem Fibonacci-Preiserweiterungswerkzeug hier komfortabel einzeichnen. Und macht das mal rot. Ja, sieht man nicht so richtig. Ich nehme die Farbe. Und wir haben also hier auch wieder ein 1, 2, 3 Trendwendemuster ausgebildet, haben hier mit der Explosion der Ölinfrastruktur in Saudi-Arabien noch einmal den Widerstand, den Punkt 1, nochmal getestet, damit dieses Top, das im Tageschart entstanden ist, bestätigt. Und haben es jetzt hier unten zu tun mit einer Cluster-Unterstützung. Einmal durch die eben genannte Marke aus dem Monatskerzenchart bei 51,41 und drunter dann eben die 261,8er Extension aus diesem 1-2-3-Top im Tageschart. Das liegt bei 50,97. So, jetzt kann man sich daran orientieren, wenn 50,97 per Tagesschluss unterschritten werden, dann kann, und das konnte hier eben auch noch vermieden werden zum Beispiel, dann kann es zu einem Rutsch kommen in Richtung 44,03. Dort liegt dann die nächst tiefere Fibonacci-Preiserweiterungsmarke aus diesem Top, das im Tageschart entstanden ist. Andernfalls sollten wir diese Kreuzunterstützung da unten halten. Ja, also hier dazwischen, dann ist die 55,27 das Ziel, das wir ja am 11. Oktober schon fast erreichten Schlusskurs. Darüber könnte uns dann bringen in Richtung 97,92.